Alibaba und die 40 Räuber, ein wunderschönes Märchen aus Tausend und einer Nacht. Heute der vierte und letzte Teil, was bisher geschah. Alibaba fand im Wald eine Räuberhorde, die einen Schatzberg öffnete mit der Zauberformel Sesam, öffne dich. Er nahm etwas des Schatzes mit, die Gier seines Bruders war entbrannt, er wollte auch reich werden, wurde aber erwischt und von den Räubern umgebracht. Alibaba brachte seinen toten Bruder nach Hause. Das merkten natürlich die Räuber, merkten auch, dass ein Teil des Schatzes fehlte und wollten die Diebe des Räuberschatzes fassen. Zwei Räuber versuchten es vergeblich, aber der Räuberhauptmann fand schließlich raus, wo Alibaba sein Haus hat, und mit seiner gesamten Räuberbande wollten sie in das Haus und ihn mit einer List töten. Aber die schlaue Sklavin fand heraus, dass es sich um Räuber handelt, tötete alle Räuber mit heißem siedendem Öl. Nur der Räuberhauptmann entkam und er sinnt auf Rache. Und was jetzt passiert, sehen wir, hören wir im letzten Teil. Derweil nun floh der Hauptmann, nachdem er mit dem Leben davongekommen war, in heißer Wut und arge Verstimmung in den Wald, und seine Sinne waren verstört und die Farbe seines Gesichts verschwand wie aufwärmender Rauch. Und immer von Neuem dachte er die ganze Sache durch, und schließlich kam er zu dem festen Schluss, dass er Alibaba das Leben nehmen müsse, denn sonst würde er den ganzen Schatz verlieren und sein Feind würde ihn Kraft der Kenntnis der magischen Worte entwenden und ihn zu eigenem Nutze verwerten. Und ferner beschloss er, dies Geschäft allein zu unternehmen. Und wenn er Alibaba beseitigt hätte, so wolle er eine neue Räuberbande zusammenbringen, um seine Räuberlaufbahn fortzusetzen, wie es schon seine Väter seit vielen, vielen Generationen getan hatten. Er legte sich also in der Nacht zur Ruhe, und als er früh am Morgen aufstand, legte er ein Gewand von passender Art an. Dann ging er in die Stadt und stieg in einer Karawanserei ab. Da bei sich dachte, zweifelsohne sei der Mord an so vielen Menschen dem Wali zu Ohren gekommen und man habe Alibaba ergriffen und vor Gericht gezogen. Dann sei sein Haus aus dem Erdboden gleichgemacht und seine Habe sei in den Staatsschatz geflossen. Die Bewohner der Stadt müssten ohne Zweifel von all dem vernommen haben. Und er fragte alsbald den Wirt des Khans: Welche merkwürdigen Dinge sind in den letzten Tagen in unserer Stadt geschehen? Und der andere erzählte ihm alles, was er gehört hatte und gesehen hatte. Aber von dem, was ihn am nächsten anging, konnte der Hauptmann nichts erfahren. Daran erkannte er, dass Alibaba klug und vorsichtig war, denn er hatte nicht nur so großen Reichtum aus der Höhle davongeschleppt, sondern jetzt auch so viel Leben vernichtet, ohne selber Schaden zu nehmen. Also musste er alle seine Sinne zusammennehmen, um nicht seinem Feinde in die Hände zu fallen und selbst umzukommen. In dieser Absicht mietete der Hauptmann im Bazar einen Laden und er brachte ganze Ballen der feinsten Stoffe und der besten Waren aus seinem Schatzhaus im Walde dorthin. Und er setzte sich in den Laden hinein und begann, das Gewerbe des Kaufmanns zu betreiben. Nun wollte es der Zufall, dass sein Laden neben dem des verstorbenen Kasim gegenüber lag, wo jetzt dessen Sohn, Alibabas Neffe, seinen Handel trieb. Und der Hauptmann, der sich Gawatscha Hansan nannte, schloss bald mit dem Ladenbesitzer in seiner Nachbarschaft Bekanntschaft, schließlich Freundschaft, und er behandelte alle mit überströmender Höflichkeit. Besonders herzlich und huldvoll aber er zeigte sich dem Sohne Kasims, einem schönen,
gut gekleideten Jüngling und oft saß er bei ihm und plauderte lange mit ihm. Und es traf sich, dass ein paar Tage darauf Ali Baba, wie er es bisweilen tat, seinen Neffen besuchte und ihn in seinem Laden sitzend vorfand. Der Hauptmann sah ihn und erkannte ihn auf den ersten Blick. Und eines Morgens fragte er den Jüngling und sprach: »Bitte, sag mir, wer ist jener, der von Zeit zu Zeit zu dir kommt in deinen Laden?« Versetzte der Jüngling: »Es ist mein Oheim, der Bruder meines Vaters.« Und der Hauptmann erwies ihm noch größere Gunst und Liebe, um ihn für seine Zwecke noch besser zu täuschen. Und er gab ihm Geschenke und lud ihn an seine Tafel und speiste mit ihm die leckersten Gerichte. Da aber überlegte Ali Babas Neffe sich, dass auch er den Kaufmann zum Nachtmahl laden müsse. Doch war sein Haus nur klein und es gebrach ihm an Raum, so dass er keinen Glanz entfalten konnte wie Kawadschir Hassan. Und also beriet er sich mit seinem Oheim. Sprach Ali Baba: »Da hast du recht, es geziemt sich, dass du deinen Freund aufs ehrenvollste behandelst, wie er dich behandelt hat. Morgen ist Freitag, da schließest du deinen Laden, wie es alle angesehenen Kaufleute tun, und nach dem Frühmahl führe Kawadschir Hassan spazieren, damit er die Luft rieche. Unterwegs führe ihn unversehens hierher. Dabei will ich Befehl erteilen, dass Marchana für diesen Besuch die besten Speise bereitet und alles, was nötig ist für ein Fest. Mache dir keinerlei Sorgen, sondern überlasse alles in meiner Hand.« Am anderen Tag, also dem Freitag, nahm Ali Babas Neffe Kawadschir Hassan zu einem Spaziergang im Garten mit. Und auf dem Rückweg führte er ihn durch die Straße, in der sein Oheim wohnte. Und als sie das Haus erreichten, machte der Jüngling Halt an der Tür, klopfte an und sprach: »O mein Herr, dies ist mein zweites Heim. Mein Oheim hat hier viel von dir gehört und von deiner Güte mir gegenüber. Und er wünscht mit sehnlichem Wunsche, dich kennenzulernen. Wenn du also bereit wärst, einzutreten und ihn zu besuchen, so wäre ich sehr froh und dir wahrhaft dankbar.« Obgleich nun Kawadschir Hassan im Herzen frohlockte, dass er ein Mittel gefunden hatte, Zutritt in seines Feindes Haus und Familie zu erlangen, und obwohl er hoffte, sein Ziel bald durch Verrat zu erreichen, so zögerte er doch, hineinzugehen, und er blieb stehen, um sich zu entschuldigen, und wollte davongehen. Aber als der Pförtner die Tür öffnete, ergriff Ali Babas Neffe seinen Gefährten bei der Hand und nach vielen Worten der Überredung führte er ihn hinein und er trat einen unter großen Zeichen der Befriedigung. Trat er ein, als freue er sich und fühle sich sehr geehrt. Der Herr des Hauses empfing ihn mit aller Huld und Ehrfurcht, fragte ihn nach seinem Ergehen und sprach zu ihm: »O mein Herr, ich bin dir verpflichtet und dankbar, dieweil du dem Sohn meines Bruders Gnade erwiesen hast, und ich merke, du siehst ihn mit noch mehr Liebe an als ich.« Versetzte Kawadschir Hassan mit heiteren Worten: »Dein Neffe findet mein größtwürdiges Wohlgefallen, und ich freue mich seiner sehr, denn wiewohl er noch jung an Jahren ist, hat Allah ihm doch schon große Weisheit verliehen.« So unterhielten sie sich in freundlicher Unterhaltung und bald stand der Gast auf, um zu gehen, und sprach: »O mein Herr, dein Sklave muss jetzt Abschied von dir nehmen, aber an einem der kommenden Tage will er, inshallah, dir wiederum seine Aufwartung machen.« Ali Baba wollte ihn jedoch nicht gehen lassen und fragte: »Wohin ziehst du, O mein Freund? Ich wollte dich an meine Tafel laden. Ich bitte dich, speise mit uns und dann ziehe in Frieden nach Hause. Vielleicht sind die Schüsseln nicht ganz so lecker, wie du sie gewohnt bist, aber geruhe uns trotzdem diese Bitte zu erfüllen und erfrische dich an meinem Tische.« Sprach Kawadschir Hassan: »O mein Herr, ich bin dir verpflichtet für deine huldvolle Einladung und mit Vergnügen säße ich an deinem Tische. Aber ich muss mich aus einem besonderen Grunde entschuldigen. Erlaube mir also, dass ich gehe, denn ich darf nicht länger verweilen, noch aus dein gütiges Angebot annehmen.« Da versetzte der Gastgeber:
Ich bitte dich, o mein Herr, sage mir, welches der gewichtige und dringende Grund sein mag. Und Kawadschahsan sagte, der Grund ist dieser. Ich darf auf Verordnung des Arztes, der mich kürzlich von einem Leiden heilte, keinerlei Nahrung essen, die mit Salz bereitet ist. Sprach Ali Baba, wenn das alles ist, so bitte ich dich, beraube mich nicht der Ehre, die deine Gesellschaft mir verleiht. Da die Gerichte noch nicht gekocht sind, so will ich der Köchin verbieten, vom Salz Gebrauch zu machen. Verweile einen Augenblick, ich kehre gleich zurück. Mit diesen Worten ging Ali Baba zum Ranschah und befahl ihr, in keine der Schüssel Salz zu tun. Und während sie mit dem Kochen beschäftigt war, erstaunte sie höchlich ob solchen Befehls und fragte ihren Herrn, wer isst denn Gerichte ohne Salz? Versetzte er, was geht es dich an, wer es ist? Du nur nach meinem Befehl. Sprach sie, gut, so soll es geschehen, wie du es wünschst. Im Geiste aber wunderte sie sich über den Menschen, der eine so seltsame Forderung stellte, und es verlangte ihr, ihn zu sehen. Als also alle Gerichte zum Auftragen fertig waren, half sie dem Sklaven Abdullah, den Tisch zu bereiten und die Mahlzeit hineinzubringen. Und kaum hatte sich Kawadschahsan gesehen, so wusste sie auch schon, wer er war, obgleich er sich mit dem Gewande eines fremden Kaufmanns bekleidet hatte, und ferner entdeckte sie, als sie ihn aufmerksam betrachtete, einen Dolch, den er unter seinem Gewande verborgen hatte. Aha, sprach sie bei sich selber, das ist der Grund, weshalb der Schurke hier kein Salz isst. Er sucht nach einer Gelegenheit, um meinen Herrn zu erschlagen, denn er ist sein Todfeind. Aber ich will ihm zuvorkommen und ihn befördern, ehe er noch den Moment erhascht, meinem Herrn ein Leid anzutun. Und als sie ein weißes Tuch über den Tisch gebreitet und die Speisen aufgetragen hatte, kehrte sie in die Küche zurück und überlegte sich ihren Anschlag wieder dem Räuberhauptmann. Als nun Ali Baba und Kawadschahsan sich satt gegessen hatten, sagte der Sklave Abdullah Maranschah Bescheid, den Nachtisch zu bringen. Und sie deckte den Tisch ab und trug auf Tellern frische und getrocknete Früchte auf. Dann stellte sie sich neben Ali Baba dahin einen kleinen Dreifuß für drei Becher mit einer Flasche Weines auf. Und zuletzt ging sie selber mit dem Knaben Abdullah in ein anderes Gemach, als wolle sie jetzt auch ihr Nachtmahl nehmen. Da verlockte Kawadschahsan oder der Räuberhauptmann gewaltig, denn er merkte, dass die Luft für ihn rein wäre, und er sprach bei sich selber, die Zeit ist gekommen, voller Rache zu nehmen. Mit einem einzigen Stoß meines Dolches will ich diesen Burschen befördern, dann durch den Garten entschlüpfen und meine Wege gehen. Sein Neffe wird nicht wagen, meine Hand aufzuhalten, denn wenn er nur Finger oder Zeh rührt, so schließt ein zweiter Stoß seine irdische Rechnung ab. Doch ich muss noch eine Weile warten, bis der Sklave und die Köchin gegessen und sich in der Küche zur Ruhe gelegt haben werden. Maranschah jedoch beobachtete ihn genau, und da sah sie seine Absicht und erriet, so sprach sie in ihrer Seele, ich darf diesem Schurken keinen Vorteil über meinen Herrn gewähren, sondern ich muss auf irgendeine Weise seinen Plan zunichte machen und sein Leben auf der Stelle beenden. Demgemäß wechselte die treue Sklavin in aller Eile die Kleidung und legte Gewände an, wie sie Tänzerinnen tragen. Sie verschleierte sich das Gesicht mit einem kostbaren Schleier, um ihren Kopf band sie sich einen schönen Turban und um die Hüfte band sie ein Gürteltuch, durchwirkt mit Gold und Silber, darin sich ein Dolch barg, dessen Heft reich mit Filigran und Juwelen geschmückt war. In dieser Verkleidung sprach sie zu dem Sklaven Abdullah, jetzt nimm deine Schellentrommel, damit wir zu Ehren des Gastes unseres Herrn singen, spielen und tanzen. Und er tat, wie sie befahl, und sie gingen beide in den Saal, in dem der Knabe spielte, während das Mädchen ihm folgte.
Dann machten sie eine tiefe Verbeugung und baten um Erlaubnis zu spielen, zu tanzen und sich zu zeigen. Und Ali Baba gab die Erlaubnis, indem er sagte: Tanzt und tut euer Bestes, damit dieser unser Gast heiter und lustig werde. Sprach Gewand Schahassan: O, mein Herr, du sorgst in der Tat für viel heitere Unterhaltung. Und der Sklave Abdullah, der daneben stand, begann die Schellentrommel zu schlagen, während Maradschah aufstand und ihre vollendete Kunst entfaltete und ihnen ungeheuer gefiel mit ihren anmutigen Schritten und ihren übermütigen Bewegungen. Und plötzlich zog sie den Dolch aus dem Gürtel, schwang ihn und schritt hin und her, ein Schauspiel, das ihnen am meisten gefiel. Bisweilen blieb sie auch vor ihnen stehen, indem sie den scharfen Dolch unter ihre Armhöhle schlug oder mit der Spitze auf ihren Busen setzte. Zuletzt aber nahm sie dem Sklaven Abdullah die Schellentrommel ab und den Dolch noch in die rechte Hand, ging sie herum, um Gaben zu sammeln, wie es bei Possenreißern Sitte ist. Zunächst trat sie vor Ali Baba hin, der ein Goldstück in die Trommel warf, und dann vor den Neffen, der auch ein Goldstück hergab, und schließlich vor Gewandschah Hassan, und als der sah, dass sie auf ihn zukam, zog er seinen Beutel hervor. Sie aber fasste sich ein Herz, und schnell wie der blendende Blitz tauchte sie den Dolch in seinen Leib, so dass der Schurke alsbald tot wie ein Stein zu Boden sank. Ali Baba war entsetzt und er rief in seinen Grimm: Unselige, was für eine Tat hast du getan, die mein Verderben nach sich ziehen muss? Doch sie versetzte: Nein, o mein Herr, vielmehr, um dich zu retten und vor Schaden zu bewahren, habe ich diesen erschlagen. Löse ihm die Gewänder und sieh nach, was du darunter entdecken wirst. Dadurch suchte Ali Baba die Kleider des Toten und fand einen Dolch darin verborgen. Sprach Maradschah: Dieser Elende war dein Todfeind. Sieh ihn recht an. Es ist kein anderer als der Ölhändler, der Hauptmann der Räuberbande. Dieweil er hierher kam, um dir das Leben zu nehmen, wollte er nicht von deinem Salze essen. Und als du mir sagtest, er würde kein Salz in den Speisen haben, da schöpfte ich Verdacht wider ihn, und auf den ersten Blick war ich überzeugt, dass er dich ermorden wollte. Allah, dem Allmächtigen, sei Lob, es ist, wie ich dachte. Da überschüttete Ali Baba sie mit einem Danke und der Bezeugung seiner Erkenntlichkeit und sprach: Sieh, zweimal hast du mir jetzt das Leben gerettet, und zum Lohn für diese deine Treue werde ich dich meinem Neffen vermählen. Und indem er sich zu dem Jüngling wandte, sprach er: Tu, wie ich dir befehle, und es wird dir wohl ergehen. Ich möchte, dass du Maradschah vermählst, dass sie ist ein Muster, denn sie ist ein Muster der Pflicht und Treue. Du siehst jetzt, wie Gewandschah Hassan deine Freundschaft suchte, einzig zu dem Zwecke, damit er eine Gelegenheit fände, mir das Leben zu nehmen. Aber dieses Mädchen hat ihn mit trefflichem Verstande und ihre Klugheit erschlagen und uns gerettet. Ali Babas Neffe aber war auf der Stelle bereit, sich Maradschah zu vermählen. Da nahmen sie alle drei mit äußerster Vorsicht und Eile die Leiche, trugen sie hinaus und vergruben sie heimlich im Garten. Und viele Jahre lang erfuhr niemand etwas davon. Als dann die Zeit gekommen war, vermählte Ali Baba seines Bruders Sohn unter großen Pomp Maradschah und errichtete seinen Freunden und Nachbarn ein prunkvolles Hochzeitsmahl. Und er vergnügte sich mit ihnen und freute sich des Singens, des Tanzens und der Lustbarkeiten. Ali Baba hatte in all seinen Unternehmungen Glück und die Zeit lächelte ihm, denn ihm tat sich eine neue Quelle des Reichtums auf. Aus Furcht vor den Dieben hatte er die Waldhöhle, in der der Schatz lag, nie wieder aufgesucht. Seit dem Tage, da er die Leiche seines Bruders Qasim fortgetragen hatte.
aber eine Weile darauf stieg er eines Morgens auf seine Eselin und ritt dorthin. Und zwar mit aller Vorsicht und Sorgfalt. Doch als er keine Spur von Menschen oder Tieren fand, beruhigte er sich und wagte sich, der Tür zu nähern. Und er saß ab von seinem Tier, band es an einen Baum, trat zum Eingang und sprach die Worte, die er nicht vergessen hatte. Sesam, öffne dich! Da flog die Türe auf, wie immer, und als er eintrat, sah die Waren und den Schatz an Gold und Silber, der noch unberührt dalag, wie er ihn verlassen hatte. Das überzeugte ihn, dass keiner von all den Dieben mehr am Leben war und dass außer ihm keine Seele das Geheimnis der Höhle kannte. Sofort band er in seine Satteldecke eine Last von Goldstücken ein, wie sein Tier sie tragen konnte, und nahm sie mit nach Hause. Und in späteren Tagen zeigte er seinen Söhnen und Sohnessöhnen den Schatz und er lehrte sie, das Tor zu öffnen und zu schließen. So lebte Ali Baba in seinem Hause sein Leben lang in Reichtum und Genuss in jener Stadt, in der er einst ein Armer gewesen war. Und durch den Segen des geheimen Schatzes stieg er zu hohen Ehren und Würden empor. Und wenn Ali Baba seine beiden Frauen und Söhne und Söhnessöhne nicht gestorben sind, so leben sie noch heute in Glück, Reichtum und Frieden. Ich hoffe, dieses sehr lange Märchen hat euch gefallen. Und wenn es gefallen hat, dann schauen wir mal, diese Lesung auch fortzusetzen. Auf Wiedersehen. Thank you.